Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Spaß mit Glas. Ja, heute habe ich mal eine schöne Frage so aus der Richtung Frag doch mal die Maus. Also einige von euch kennen das vielleicht aus dem WDR oder aus dem Fernsehen. Und die Frage war, wie lang kann eigentlich Glas werden? Und ich fange da mal folgenderweise mit an. Also wir haben ja schon mal direkt in der ersten Folge gesagt, wie Floatglas hergestellt wird. Ne? Da könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, ansonsten schaut es nochmal gerne nach. Und da kam ja raus, dass Glas eigentlich in einem Abkühlprozess in einem unendlich langen Glasband produziert wird. Und von daher könnte die erste Antwort sein, man kann Glas auch unendlich lang machen. Und um da mal ein Gefühl dafür bekommen, wie lang das ist, machen wir folgende Rechnung. Also ganz größenordnungsmäßig, müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich gerne, kann man sagen, man kann pro Tag 800 Tonnen Glas an einer Floatlinie herstellen. Und wenn man das jetzt einmal umrechnet auf, sag ich mal, 4 mm dickes Glas, was relativ typisch ist, dann kommt man darauf, dass man pro Tag 25 Kilometer Glas produzieren kann. Wir haben in Deutschland 4 Floatlinien und das hochgerechnet heißt, dass man pro Jahr in etwa so viel Glas produzieren kann, dass es fast einmal um den ganzen Erdball rumgeht. Und das ist schon eine ganze Menge und relativ beeindruckend und tatsächlich sehr, sehr viel. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem praktischen Teil. Normalerweise sind die Glasscheiben, die wir produzieren, 6 Meter lang. Das heißt, nach 6 Meter Glas schneiden wir es einmal ab und stapeln es dann, damit es auch gut transportiert werden kann. Aber es gibt auch einige Spezialfirmen, die wirklich noch längere Gläser transportieren können. Also man muss ja überlegen, das muss durch die durch Brücken durch oder durch Kurven rumgehen. Und da gibt es dann wirklich irgendwelche Aufbauten, wo man bis zu oder über 20 Meter langes Glas braucht. Und das ist heute wirklich durchaus möglich. Und da gibt es schon viele Gebäude, die auch 20 Meter langes Glas benötigen. Ja, und das sind, wir wissen ja, 3,21 Meter ist die typische Glasbreite. Über 60 Quadratmeter groß für eine Scheibe, was wirklich schon beeindruckend viel ist. Also schon das Sechsfache von meiner damaligen Studentenbude. Und solche Gläser kann man tatsächlich in vielen Architektureinbauten bewundern. Wenn ihr irgendwo mal solche Gläser seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten vielleicht noch einmal die Empfehlung an euch. Abonniert mich gerne. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann.